So. Schön vorsichtig. Na. So, das ist hier gerade ein bisschen gestockt, aber jetzt geht's wieder. Ist das aktivieren Griff? Hm. Soll ich das jetzt machen? Ja. Ich gehe mal lieber ein Stück weg. Achso, das ist bloß die Tür. Komme ich hier jetzt raus? Tja, die kann ich nicht mitnehmen. Das wäre ein schöner Fackelersatz gewesen. Wo bin ich denn jetzt? Ich dachte schon, ich komme jetzt irgendwo raus, wo ich schon mal war, aber das ist offenbar nicht der Fall. Weil diese Stelle hier kenne ich nicht. Lass mal gucken, dass hier keiner ist. Truhe durchsuchen. 64 Gold. Nein, ich glaube nicht, dass ich hier schon war. Mit dem Trank kann ich nichts machen. Totenschädel, rote Bergblumen, jede Menge Bergblumen. Gut, das sieht nicht so aus, als wäre hier noch irgendwas. Kann ich mit diesen Dingern irgendwie interagieren? Nein. Gut, dann gehen wir hier weiter. Hier geht's wieder nach draußen. Ziel Himmelsrand. Na dann. Die Frostbissspinne ist eine der schrecklichsten und gefürchtetsten Kreaturen Himmelsrands. Unerbittlich greift sie mit Gift und Fängen alles und jeden an und ist ebenso tödlich wie die Seuche, nach der sie benannt wurde. Nicht schlecht, und ich habe schon eine erwischt. So, jetzt erstmal ganz schnell umgucken, ob hier irgendwo direkt Gefahr lauert. Und dann würde ich sagen, gucken wir erstmal schnell auf die Karte. Okay, ich bin jetzt irgendwie hier. Ötschtorts Hügelgrab abgeschlossen. Ist ja auch eine Blutsplittermine abgeschlossen. Finde ich cool, wenn hier abgeschlossen steht. Dass du sozusagen einmal durchgekommen bist. Hm. Gut, dann würde ich ja jetzt im Zweifelsfall sagen, ich muss jetzt dem Fluss folgen, oder? Ja. Gut, dann würde ich sagen, gibt's hier noch irgendwas? Zaubertrank des Falschens, nicht schlecht. Ich will bloß gucken, ob es jetzt hier oben noch irgendwas gibt. Ansonsten würde ich jetzt nämlich einfach die Abkürzung nach unten nehmen und dann erstmal nach Flusslauf zurückkehren. Ja, machen wir so. So. Sehr schön. Kann ich das mitnehmen? Nein. Ich höre Schritte. Hier ist Blut. Hm. Na gut, wir gehen mal weiter. Hier liegen lauter Knochen rum. Ich weiß nicht, ob das irgendwie noch... Sieht aber nicht so aus, als wäre das hier irgendwie... Schürfen. Korunderz. Korundum-Erzader. Das ist ja cool. Korundum habe ich noch keins. Oder doch, ein Korundum-Bann habe ich, glaube ich. Dabei fällt mir ein, dass ich immer noch keinen Schmelzofen gefunden habe. Da muss ich dann vielleicht in Weißlauf mal gucken. Ich habe ja das Gefühl, dass das nächste, wo ich hingehen werde, Weißlauf ist. Aber das werde ich nachher dann erstmal prüfen. Ist hier drüben daneben noch eine Ader? Nein. Na gut, dann wäre das das. Ja, dann würde ich sagen, folgen wir hier einfach weiter dem Fluss. Dann müsste ich ja eigentlich in Flusslauf rauskommen, wenn ich die Karte jetzt richtig in Erinnerung habe. Ich gucke lieber nochmal nach. Jo, sieht sehr schön aus. Dann, ja, laufen wir am Fluss lang. Da ist es jetzt schön. Und, mal gucken, gehe ich? Nee, hier oben gehe ich nicht lang. Ich gehe hier lang. Na, komm schon. Oh, da ist ein Tier. Hm. Entschuldigung. Ich kann dich mal zum Zaubern benutzen. Apropos zum Zaubern benutzen. Ich habe meine Liste, wie angekündigt, erstellt. Ich kann jetzt quasi, ich habe mir jetzt aufgeschrieben, was ich schon womit kombiniert habe beim Zaubern. Ich muss mir das bloß noch irgendwie übersichtlicher machen. Ich glaube, ich werde das dann noch machen wie so eine Art Turniertabelle, dass man sozusagen so eine Tabelle hat, jeder mit jedem. Und dann kann ich mir da entsprechend Symbole reinmachen, sodass ich das dann entsprechend auch, sodass ich dann entsprechend sehe, was da wie ist und so. Ihr wisst, was ich meine. Also momentan ist es eben bloß, ich habe mir dann untereinander aufgeschrieben, was ich womit kombiniert habe, aber es ist noch nicht sehr übersichtlich. Ich wollte jetzt auch mal schauen, ob hier auf dieser Insel noch irgendwas ist, aber das sieht nicht so aus. Nee. Dann würde ich sagen, folgen wir hier dem Fluss. Ist hier drüben irgendwas oder ist das bloß ein seltsam aussehender Stein? Oh, jetzt schwimme ich. Jetzt nicht mehr. Oh, Wölfe. Na.
Wo ist der zweite? Der ist tot. Und jetzt der. Ich habe den zweiten zwischendurch aus dem Auge verloren. So. Na, komm schon. Durchsuchen. Wolfspelz. Genau. Wo ist denn meins? Hier ist der zweite. Ich muss mal gucken, ob ich die... Kann ich die überhaupt zum Zaubern benutzen? Sonstiges. Wolfspelz. Steht nichts da. Ansonsten steht... Nee, hier gibt's extra Zutaten. Gut, also offenbar sind das keine solche Sachen. Naja, gut, dann eben nicht. Wäre jetzt bloß so eine Vermutung gewesen, dass ich damit irgendwie dann auch zaubern könnte, aber dann kann ich die benutzen, um Leder herzustellen. Das ist dann immerhin auch was. Ich gehe mal da hoch, da sind lustige Steine. Außerdem war hier drüben gerade was. Hier ist ein Boot. Da ist ein Mensch. Habt ihr Jäger. Schon Angst, etwas in Brand zu stecken? Oh, Entschuldigung, was mit R packe ich das weg, oder? Ja. Reden. Ich jage und fische seit Jahren in dieser Gegend. Was habt ihr zu verkaufen? Einen Blick darauf. Cool, ein Händler. Essen. 2 Fasanenbrüste. Wahnsinn. 2 Bärenpelze, 1 Horkerzahn. Warum sollte ich das jetzt machen? Ich könnte ja meine Sachen verkaufen. Aber wozu? Ich komme nachher eh noch. Na gut, ich komme nachher beim Händler vorbei. Der Händler hat wahrscheinlich irgendwann auch kein Zeug mehr. Stehlen. Stehlen von Truhe. Novize. Ist das jetzt eine Herausforderung? Meine Wilderei tut doch niemandem weh. Der Jarl kann wohl kaum jeden Hirsch essen, oder? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, was in dieser Kiste drin ist. Ich habe irgendwie das Gefühl, wenn ich diesen Jäger hier kaputt mache, dann kann ich in die Kiste reingucken. Ich habe jetzt gerade einen Gewissenskonflikt. Entweder ich lasse ihn jetzt hier in Frieden oder ich mache ihn kaputt und komme an die Kiste ran. ich glaube, ich probiere das mal aus. Warum nicht? Ich meine, ich muss ja wenigstens mal wissen, was mich so erwartet, wenn ich hier bestimmte Sachen tue. Also, probieren wir's. Und hack. Zerstörung verbessert auf 28. Sehr gut. Und das hat schön gespritzt. Einhändig verbessert auf 22. Jäger durchsuchen. Eisenpfeil, Bärenpelz, Dietrich, Fasanenbruch, Rindfleisch, Rockerzahn. Ach du Scheiße. Jetzt habe ich gerade wieder zu viel eingesammelt. Jagdbogen. So eine habe ich schon. Eisendolch habe ich besser. Hut brauche ich nicht. Handschuhe brauche ich nicht. Stiefel brauche ich nicht. Und jetzt muss ich mal gucken, was ich da lasse. Ich habe jetzt irgendwie wieder zu viel mitgenommen. Bekleidung habe ich, glaube ich, zu viel. Der ist ganz schön wertvoll. Das auch. Eisenpanzer. Achso, die habe ich an. Kupferdiadem mit Onyx. Das ist sehr wertvoll. Pelzhelm. Pelzrüstung. Ja, die Pelzrüstung kann ich, glaube ich, notfalls da lassen. Moment mal, ich lasse einfach was Sonstiges da. Wenn ich 300 von 300 habe, kann ich auch was Sonstiges da lassen. Also irgendwas, was nicht viel wert ist. Was ist nicht viel wert? Ich weiß nicht, hier sind Sachen bei wie Glas oder so. Ich weiß nicht, ob ich das vielleicht mal für irgendwas brauche. Keine Ahnung. Den Korb zum Beispiel, den kann ich problemlos einfach mal ablegen. Irgendwie habe ich immer noch zu viel Gewicht. Ich könnte noch welche... Komm, ich schmeiße einfach mal alle Leintücher weg. Dann habe ich hier 30 weniger Gewicht, aber das ist, glaube ich, wesentlich angenehmer. Lachs stehlen. Komm, den nehmen wir mal mit. Lachs, Lachs, Lachs. Lachs, da ist noch Lachs. Das habe ich alles. Und jetzt kann ich mal gucken, was in der Truhe drin ist, nachdem ich sie aufgeschlossen habe. So, mal gucken, ob ich das noch kann. Ja, na, Moment. So, ist schön. 52 Gold. Na, immerhin. Hat sich doch also ein bisschen gelohnt. Mit dem Feuer hier kann ich nichts machen. Ich habe immer noch nicht gefunden, wie ich jetzt irgendwas braten kann. Also ich habe zwar schon mal diesen Kochtopf gefunden, wo ich mir meine Gemüsesuppe gemacht habe, aber irgendwas gebraten habe ich noch nicht. So, jetzt bin ich hier an so einem mystischen Ort. Ist der auf der Karte eingezeichnet? Nein. Die Wächtersteine entdeckt. Offenbar doch. Sammeln. Hängemoos. Aktivieren der Diebesstein. Das mache ich gleich. Der Magierstein. Ist hier auch so ein Moos drin? Ich untersuche das erstmal alles. Der Kriegerstein.
Das macht jetzt so ein bisschen den Anschein, als ich meine, Kriegerstein, Diebesstein, Magierstein. Vielleicht kriege ich ja Talentpunkte. Ich weiß gerade nicht so ganz. Kriegerstein möchte ich, glaube ich, nicht. Ich möchte entweder den Magierstein oder den Diebesstein. Ich glaube, ich nehme den Magierstein. Wer unter dem Zeichen des Magiers steht, lernt alle Zauberfertigkeiten 20% schneller. Du kannst nur den Segen eines Zeichens auf einmal haben. Ach so. Lernt Zauberfertigkeiten 20% schneller. Diebesstein, Heimlichkeitsfertigkeiten 20% schneller. Und Kriegerstein, Kampffertigkeiten. Aber ich glaube, ich möchte dann eher die Zauberfertigkeiten haben. Errungenschaft freigeschaltet, gesegnet. Nicht schlecht. Der Diebesstein. Jetzt kann ich offenbar auch wechseln. Diebesstein hinzugefügt, Magierstein entfernt. Diebesstein entfernt, Kriegerstein hinzugefügt. Vielleicht gibt es sowas an mehreren Stellen. Lässt das jetzt hier wieder nach? Ja. Na gut, aber ich würde sagen, ich lasse den Magierstein aktiviert. Dann kann man aber hier sozusagen offenbar sozusagen so eine Orientierung festlegen. Vielleicht gibt es das dann auch an mehreren Stellen. Ja gut, aber ich würde sagen, ich lasse den Magierstein aktiviert, weil ich ja doch recht gerne zaubere. Und ich meine, Heimlichkeit ist eine schöne Sache. Aber ich glaube, um jetzt hier zu rumzudingsen, ist Magierstein dann doch besser. Du besitzt bereits den Segen dieses Steins. Ja doch. So, wo bin ich überhaupt? Gleich an der Glutsplittermine. Gut, den Weg kennen wir ja dann. Ich nehme mal noch so ein paar Disteln wieder mit. Kann ich die Steine hier irgendwie mitnehmen? Nee. Gut, in die Glutsplittermine muss ich ja dann eigentlich nicht nochmal rein. Hier geht es bestimmt nach Helgen hoch. Ich würde sagen, ich laufe jetzt einfach hier oben lang. Hier unten müsste es ja jetzt theoretisch irgendwo zu der Mine gehen. Hier bin ich ja damals den Weg hier so schön runtergepoltert. Ja, da ist die Glutsplittermine. Diese Stelle können wir uns... Ah, Moment mal. Mir fällt gerade ein, dass ich ja jetzt eine Holzfäller-Axt habe. Benutzen Hackklotz. Nimmt er hier einfach einen Stamm und hackt da drauf, oder was? Öffne das Fertigkeitsmenü, um eine Stufe aufzusteigen. Feuerholz hinzugefügt. Der Errungenschaft harte Arbeit. Was ist das denn? Hacke Holz, baue Erz ab und koche Essen. Wahnsinn. Und was ist jetzt mit dem Fertigkeitsmenü? Um eine Stufe aufzusteigen? Vielleicht ist das aber bloß gerade die Erinnerung, dass ich... Ach so, Feuerholz hinzugefügt. Okay. Aber wozu brauche ich Feuerholz? Du trägst zu viel und kannst nicht rennen. Ja, dann lass mal lieber. Ah, was schmeiße ich denn jetzt wieder weg? Ich weiß nicht, ob ich das Feuerholz für irgendwas brauche. Gewicht 5, Wert 5. Ich weiß eben nicht, was von dem, was ich hier habe, tatsächlich nachher mal wichtig sein könnte. Das hatte ich ja vorhin schon mal gesagt. Glas klingt erstmal so, als wäre es irgendwie vielleicht für irgendwas von Bedeutung. Aber auf der anderen Seite, ich weiß nicht. Ich meine, was nützt mir, es steht ja noch nichts da. Es kann natürlich sein, dass irgendjemand sagt, bring mir Glas. Und dann habe ich das gerade weggeschmissen. Aber ich glaube, ich kann eins von diesen Feuerhölzern mal wegschmeißen. Aber nur eins. Dann haben wir nur noch 295 und können hier munter weiterrennen. Ist ja jetzt auch egal. Ich wollte ja eigentlich mal jetzt langsam mal nach Flusslauf kommen. Bergblumen, das ist schön. Dann kann ich ja jetzt noch ein bisschen was machen. Und hack. So. Ich sollte vielleicht, wenn ich hier so rumrenne, einfach mit gezogenen Waffen rumrennen. Das ist, glaube ich, einfacher. So, hier sind noch schön Bergblumen. Disteln. Das wird schön. Dann kann ich ja nachher noch mal ein bisschen rumzaubern. Oder zumindest versuchen zu zaubern. Ja, aber ich glaube, das wäre dann schon ganz sinnvoll, wenn ich das mal mache. Da war schon wieder was. So, und noch ein Wolfspelz. Da drüben ist noch ein Gegner markiert. Da ist er. Und tritt den einfach rein. Wie herrlich. Halt, falsch Taste. So. Die Axt ist total blutverschmiert. Was ich mal ausprobieren könnte, wenn ich die Axt wegstecke und dann wieder raushole. Nee, ist immer noch blutverschmiert. Es wäre lustig gewesen, wenn sie jetzt nicht mehr blutverschmiert wäre. Ich glaube, ich renne mal hier unten lang. Da drüben ist ein Hirsch gewesen. Ich glaube, da gehe ich mal gleich rüber. Bergblume klingt auch lecker. Und dann machen wir den Hirsch da drüben mal tot.
Schade, ich komme nicht bis ran. Springen wir über diese lustigen Steine. Jetzt hat er mich gesehen, verdammt. Komme ich denn jetzt da hoch? Hier drüben. Tja, wo ist der Hirsch hin? Na gut, dann bleibt's halt. Da drüben ist Flusslauf. Also gehen wir wieder hier rüber. Und dann, jo. Machen wir das so. Oh, da drüben sind Pilze. Mora Tapinella. Ja, schön. Dann sind wir wieder im Flusslauf. Flusswald. Ist das richtig? Hieß das nicht mal Flusslauf? Nee, Flusswald. Dann halt nicht. Was ist das da? Ist das ein totes Huhn? Das ist mein Huhn, was ich hier mal... Ach du Scheiße. Ich steck das erstmal wieder weg hier. Habt ihr so wirklich einen Drachen gesehen? Ja, doch. Nehmt euch, was ihr braucht. Im angemessenen Rahmen. Vorsichtig! Wenn ihr das gerade benutzt, dann werde ich jetzt, glaube ich... Was wollt ihr? Werde ich jetzt, glaube ich, dieses Gerbgestell benutzen. Und dann können wir hier das Leder, was ich habe, hier noch... Meinem Sohn Sven einmal zuhören. Er singt fast jeden Abend in der Taverne. Ja, ja. Ach hier, genau. Er fordert Wolfspelz 5. Also aus 5-mal Wolfspelz kann ich ein Leder machen. Erschaffen. Ja. Sven hat die Stimme einer Schneelerche. Das einzig Gute, das sein Vater ihm hinterlassen. So. Er fordert Wolfspelz 3. So rum. Er fordert Wolfspelz und in Klammern steht dann, wie viel Wolfspelz ich habe. Da machen wir jetzt erstmal ganz viel Leder. Hier machen wir noch Leder. Aus einem Bärenpelz kriege ich sogar 4 Leder raus. Das ist ja dann praktisch. Und jetzt kann ich noch Lederstreifen machen. Aus 15 Leder. Kann ich hier auch Enter drücken, um das zu machen? Nee. Machen wir das einfach so. E-Klick, 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 E-Klick. Dann machen wir dieses ganze Leder mal zu Lederstreifen. Der dreckige Elf sollte sich lieber an seinesgleichen halten. Ach, sei ruhig hier. Alte Frau. Was macht die Werkbank? Mögen die Götter über eure Kämpfe wachen. Ja, ja. Papa sagt, dass ich zum Rüstung schmieden, das war das, genau. Papa, das scheint in Ordnung zu sein. Ach, siehst du mal, ich könnte ja mal gucken, ob ich diese Dings hier anlegen könnte. Ich habe doch hier diese beschlagene Rüstung. Ach so, da geht die Novizenruhe weg. Ja, wer will das schon? Aber das kann ich ja nicht beschlagen irgendwie. Ich gucke jetzt nochmal, ob ich hier... Ist Alvor, der Schmied. Ich bin seine Assistentin. Ich meine natürlich deinen Lehrling. 70 Lederstreifen braucht man. Ach nee, man, 3 Lederstreifen. Ich habe 70. So rum. Ist ja Wahnsinn. Eisen. Eisendolch. Na, ich habe ja sowieso mein Stahlzeug. Ich wollte jetzt bloß mal gucken, ob hier vielleicht doch irgendwo noch... Hier ist Schmuck. Baumaterial. Schloss. Scharnier, Nägel, Eisenbeschläge. Wofür brauche ich denn sowas? Muschelkäferhelm. Ich kann mir zumindest keine Dietriche machen, augenscheinlich. Ich wollte jetzt bloß gucken, ob ich hier vielleicht doch irgendwo noch einen, noch sowas Schmelzofiges finde, aber, es sieht echt nicht danach aus. Habt ihr wirklich einen Drachen gesehen? Naja, gut, dann gehe ich jetzt hier erstmal hier hin und dann werde ich die Quest mal noch abschließen. Zeigt diesen Dieb. Je so, ihr die Klaue ich habe die goldene Klaue. Ihr habt sie gefunden. Das ist sie. Seltsam. Sieht kleiner aus, als ich dachte. Komisch, nicht? Ich werde sie zurücklegen, wo sie hingehört. Das vergesse ich euch nie. Ihr habt mir und meiner Schwester einen großen Dienst erwiesen. So, abgeschlossen. 400 Gold. Es bedeutet uns so viel, dass die Klaue wieder dort ist, wo sie hingehört. Ich danke euch. Ja. Kann ich jetzt mit dir noch irgendwas machen? Hier reden? Es ist ein schöner Tag, wenn ihr in der Nähe seid. Das ist irgendwie komisch. Die verhält sich mir gegenüber sehr komisch. Vielen Dank, dass ihr euch um diese Diebe gekümmert habt. Das Flusswald-Handelskontor ist wieder das, was es einmal war.
Schmuckstücke, ja. Krimskrams, gut, solche Sachen. Dann handeln wir nochmal mit ihm. Wir müssen natürlich gucken. Na gut, er hat 787, das geht ja. Bloß dann können wir ja wieder erstmal noch ein paar Sachen ver... Ach nee, Moment, das ist sein Lager. Ich habe mir das jetzt fast gekauft.